Hi zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch zu teilen. Und zwar heute geht es um Blender-Text. Wir beginnen sofort los, indem ich euch zeige, was wir an Projekt heute wir haben. Also wir gehen auf Datei und dann Neu und dann können wir starten. Unseren initialen Text können wir einfach mit X löschen, wie Sie schon wissen. Und wir fügen unseren Text entweder mit dem Tastenkürzel Umschalt plus A oder gehen wir auf Hinzufügen und dann unseren Text fügen wir einfach hier hin an. Und wir wollen den Text einfach rotieren, deswegen geben wir einfach 90 Grad hier rein auf unsere X-Achse. Dann können wir bestätigen und sofort steht der Text. Wir können unseren Text einfach verschieben, wie wir eigentlich haben wollen. Um den Text zu ändern, gehen wir auf diesen Modus und dann können wir in Editiert-Modus wechseln. Dann haben wir die Möglichkeit, den Text nochmal genauer zu schreiben, was wir eigentlich schreiben wollen. Wir schreiben zum Beispiel cooler und wenn wir jetzt fertig sind, dann haben wir die Möglichkeit, nochmal in unseren Objektmodus zu wechseln, damit wir den Text bearbeiten können. Wir können den Text vergrößern, wir können den Text zum Beispiel nochmal ein bisschen verschieben. Wir haben auch die Möglichkeit, hier unseren Text nochmal ein bisschen zu rotieren, wie wir eigentlich haben wollten. Sie sehen schon, man kann damit sehr coole Sachen einfach machen. Wir können nochmal ein bisschen vergrößern, wie wir eigentlich haben wollten. Und von daher sieht es eigentlich ganz schön aus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, nochmal unsere Text. Also hier können wir zum Beispiel nochmal ein bisschen skalieren, wie wir eigentlich haben wollen. Auf unserer X-Achse können wir auch ein bisschen nochmal skalieren, wie Sie sehen. Und auf unserer Delta-Transformation können wir nochmal ein bisschen schöner machen. Also Sie sehen schon, wie wir die Sachen einfach noch cooler machen könnten. Und wenn wir jetzt fertig sind, dann haben wir die Möglichkeit, unsere Text nochmal genau zu bearbeiten. Um das zu tun, gehen wir auf unsere Text hier, Datentext hier, dann haben wir die Möglichkeit, den Text zum Beispiel zu modifizieren, extrudieren. Wir geben einen Wert hier, 0,1 geben wir ein und sofort sehen Sie, wie der Text sich schon geändert hat und mit der Tiefe setzen wir 0,02 einfach. Wir sehen sehr cool jetzt aus und jetzt wollen wir zum Beispiel unseren Text einfach so konvertieren, indem wir einfach Alt plus C drücken. Dann können wir hier Mesh aus Kurve einfach drücken. Und jetzt wollen wir den Text zum Beispiel ein bisschen noch schöner machen, indem wir eigentlich auf unsere Modifikatoren hier gehen und dann unseren Text modifizieren. Wir gehen zum Beispiel, wir nehmen zum Beispiel Themen und hier können wir die Ziffer zum Beispiel auf 5 setzen und dann machen wir den Häkchen einfach raus und wollen wir einfach ein weiches Shading haben und wir können auch weitere Modifikatoren einfach hinzufügen, zum Beispiel dezimieren können wir auch und dann können wir ebenflächig einfach nehmen und wir können weitere Modifikatoren hinzufügen. Also um das erstmal zu tun, dann müssen wir erstmal in unseren, also es ist schon in Massiv und wir können noch weitere Modifikatoren einfach hinzufügen. Gitter-Modus und jetzt haben wir die Möglichkeit, unten richtig zu bearbeiten. Also hier machen wir den Häkchen einfach raus und die Dicke können wir zum Beispiel 0,03 einfach setzen. Und Sie sehen schon, wie das Projekt aussieht. Das ist unser Projekt, das wir genau jetzt bearbeiten. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, hier oben einfach nochmal unsere Tiefe ein bisschen zu ändern. Also wir lassen einfach auf 7 und das ist auch sehr schön geworden, wie Sie auch gemerkt haben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auf Material zu gehen, um das Projekt anzufärben. Material drücken wir hier, dann wechseln wir in Zeiges Renderer und dann können wir ein neues Material erstellen. Die Oberfläche nehmen wir einfach Glanz und die Farbe können wir einfach hier in Hexadezimal angeben. Also wir geben die Farbe an, das ist E7. Und dann 9, 6 und die letzte Zeile ist 7b. Und dann haben wir auch die Farbe schon und wir können zum Beispiel die Rauheit auch hier ein bisschen bearbeiten. Also wir geben zum Beispiel 0,1 als Rauheit und wenn wir jetzt fertig sind, dann haben wir die Möglichkeit, unsere Licht auch anzufügen, um das Projekt weiter zu bearbeiten. Also um das Licht hinzufügen, dann gehen wir einfach auf hinzufügen, wie Sie schon wissen. Und hier haben wir zum Beispiel unsere Licht. Und hier oben können wir unsere Licht einfach so bearbeiten. Hier mit der Stärke setzen wir auf 4. Und dann können wir auch die,
Wir haben auch Emission hier als Oberfläche genommen und die Farbe können wir auch einfach hier ändern, indem wir auch auf in Hexadezimal nochmal einfach N angeben. C5 geben wir ein und dann 9, 8 und dann können wir auch 5, 8 angeben. Also das ist unsere Farbe, die wir ausgesucht haben. Und hier oben setzen wir einfach auf 1. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, nochmal auf unsere Welt zu gehen. Und dann können wir unsere Welt einfach auf in Schwarz lassen. Und dann können wir einfach in diese Häkchen auch reinmachen, damit wir das Projekt sehen können. Und jetzt können wir das Projekt rendern, um zu sehen, was wir gemacht haben. Das ist unser Projekt, was wir gemacht haben. Und Sie sehen schon, wie es jetzt aussieht. Und ich freue mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben. Und freue mich, wenn Sie mich weiter abonnieren können und auch Ihre Kommentare so hinterlassen. Und ich freue mich auch, wenn Sie das Projekt so weiter einfach mit Freunden so teilen können oder Daumen hoch einfach machen. Ich freue mich einfach für alles und wünsche euch noch einen schönen Tag.